Herzlich willkommen hier zurück zu Monster Hunter Portal Research. Wir werden heute unsere zweite dringende Quest machen. Und bevor wir damit anfangen, werden wir natürlich wieder erstmal in den Onsen gehen und uns ein wenig oder einen kleinen HP-Schub holen. Denn ich weiß nicht, wie das jetzt ausgehen wird, beziehungsweise wie schwer das Ganze sein wird. So, wir lassen das Getränkezeug hier einfach mal jetzt sein. Wir werden natürlich wieder mit unseren GS an den Start gehen, weil es ist immer noch die beste Waffe, die es zurzeit gibt. Ich denke mal, nach dieser Quest werden wir dann schon wieder ein paar ganz andere Kaliber bekommen. So, wir waren im Onsen, denn nehmen wir uns das mal an hier, das Ganze. Und zwar den Kuropeko. Auch schon ein ziemlich altbekanntes Monster, also wurde damit Monster Hunter Tri eingeführt. Und gab es denn, ich weiß gar nicht, in diesem Teil und in dem Nachfolger. So, wir haben hier einiges dabei, denn dieses Vieh hat, bei diesem Vieh gibt es eine Besonderheit. Deswegen hat man hier auch Dungbomben bekommen, aber dazu werde ich gleich nochmal was erzählen. Und das werden wir sicherlich auch mitbekommen, was denn diese kleine, sehr nervige Eigenschaft von ihm ist. Denn an sich ist es ja nicht wirklich schwer zu bekämpfen, aber der hat halt so eine, nennen wir es mal, schlechte Eigenschaft. So, wir haben ja auch Schallbomben, damit können wir ihn auch abwerfen, denn wird er, ich weiß gar nicht, damit können wir seine Heilungsversuche und Buffs, die er macht, unterbinden. So, wo könnte er sich denn aufhalten? Der ist auf jeden Fall in der 9. Also ich kann mir nur vorstellen, dass er dort ist. Weil der hat auch noch ein Intro und dort gibt es diese komische Plattform, worauf die Viecher immer schlafen. Und ich denke mal, ja, dass er da drauf sein wird. So, bauen wir nochmal schnell ab. Oh, wir haben gar keine Spitzhacken gekauft. Also in den Vorgängern war er immer auf dieser Plattform. Also, beziehungsweise hatte der halt so ein Intro, wo er auf einer Plattform rumgehampelt hat. Und da fliegt er davon. Oder auch nicht. Wo will der denn hin? Okay, der fliegt darüber. Ja, wie man gerade sieht, ist hier auch noch ein großer Shaggy mit dabei. Und jetzt können wir auch mal gleich zu dem kommen, was ich eigentlich meinte. Und zwar, wenn der solche Schreie von sich gibt, beziehungsweise, dann ruft er mehr oder weniger die Monster herbei. Und mit der Dungbombe können wir dieses Viech dann abwerfen, dann verschwindet das. Gegebenenfalls. So, was wir jetzt hier erstmal machen, erstmal gleich ein Paintball werfen, weil dann können wir eventuell mal sehen, wann er denn fangbereit ist. Wir werden ihn natürlich nicht fangen, aber da geht's schon los. Man hört auch einfach, ja, wie sich das halt anhört, dieses Geräusch. Das ist einfach so dieser Ruf vom Jaggy und ich denke mal, wir werden ihn auch ganz einfach. Okay, das scheint ihn nicht zu interessieren. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich angeritten kommen, das Vieh. Genau so. Damit können wir seine Angriffe unterbrechen und da sind seine Flügel gerade gebrochen, beziehungsweise der eine. Was hier auf jeden Fall gut ist, wenn wir ihn den vorne seinen Feuerstein brechen. So, der hat ja auch schon mal ein paar ganz andere Sachen jetzt wieder dabei. Ist schon mal das erste Vieh, was ein Element in diesem Spiel hat. Das andere Gift, das sind keine eigentlichen Elemente. Das nennt sich dann wieder anders. Mir fällt es gerade gar nicht ein, wie das nochmal heißt. Das sind irgendwie Statuselemente.
Und von diesem Vieh lohnt es sich auf jeden Fall schon mal einige Waffen zu bauen. Ganz besonders der Hammer aufsehen, habe ich so ein bisschen abgesehen. Der ging leider daneben. So, und da ist schon der olle Jaggy. Wo ist denn das Ding hingegangen? Und damit haben wir ein Problem. Jetzt habe ich natürlich beide Dinger daneben geworfen, ey. Volltrottel des Jahrhunderts kann man das nennen. Oh, da haben wir den zweiten Flügel gebrochen. Naja, wir können an dieser Stelle eigentlich froh sein, dass es nur der Jaggy ist, weil... Der, ich sag mal, der High Rank, der holt nachher ganz andere Konsorten. Oh, jetzt ist er Rage. Jetzt geht er nämlich ab. Natürlich ist gerade die Schärfe runter, ey, sowas ist eine Scheiße, ey. Unser Problem ist natürlich auch noch, weil die Jaggy-Rüstung, beziehungsweise der Jaggy ist anfällig für Feuer. Und dementsprechend hat unsere Rüstung auch sehr wenig Feuerabwehr. Macht sich natürlich besonders gut bei so einem Vieh. Und jetzt sollten wir natürlich auch nichts alles, hier nichts riskieren. Okay. Die Möglichkeit, dass wir einen Trank hier drin drücken und dann müssten wir eigentlich mal die Waffe schleifen. Das verlassen das Gebiet. Wir gehen einfach mal raus, weil wir haben ihn ja markiert. Abhauen kann er uns nicht. So, wir wurden hier auch mit irgendwas getroffen. Ich weiß gar nicht, was der uns jetzt hier angehauen, angeschossen hat. Oh nein, jetzt hängt er hier genau in der Ecke bestimmt. Kriegen wir gleich eine? Mal Glück gehabt. Am besten mal weg von seiner Feuerscheiße. Okay, wo fliegt er wohl hin? Ja, das ist halt das Nervige bei dem Vieh, dass er ständig irgendwelche Viecher herbeiruft. Wenn es der hier ist, dann geht das eigentlich noch. Also das ist jetzt noch nicht unbedingt das Problem, aber das wird, ich sag mal, von denen gibt es ja auch noch eine Subspecies. Und der holt dann ganz andere Viecher herbei und die werden dann schon mal richtig unangenehm, wenn der dann noch dazwischen rumhampelt. Oh, der hat ein bisschen gesessen. Ich bin mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht sicher, ob wir seinen Feuerstein vorne brechen können. Aber den brauchen wir unbedingt, also nicht nur einen. Dieses Aufladen dauert natürlich auch immer seine Zeit. Dafür haben wir da natürlich extrem hohen Schaden, beziehungsweise erhöhten Schaden. Wo ist die Schallbombe? Wo ist die Schallbombe? Ach scheiße, ich habe nur eine bekommen. Zwei. Tötet er natürlich wieder den ollen Jaggy. Den Schnabel können wir auch brechen. Wir müssen einfach bloß mal drauf achten, wenn er anfängt zu blinken auf der Minimap. Denn ist er kurz vorm Abnippeln. Du bleibst hier. Da wollte er schon wieder abhauen, ey. Okay, er ist wieder Rage. Er blinkt. Er ist kurz vom... Der müsste bald tot sein. Also theoretisch... Oh, weg da, weg da, weg da, weg da. Es gibt eigentlich für alle Angriffsarten, nennen wir es einfach mal so, gibt es auch im Konter, wie zum Beispiel dieses Windgedöns hier. Scheiße. Der wird uns jetzt entkommen. Oh ja, toll, danke. Du Affe. Mist. Also der hält jetzt bestimmt wieder nur einen Schlag noch aus, dann ist er wieder, dann haben wir ihn breit gehauen. So. Schon mal gut, dass er in diese Richtung fliegt. Ich hoffe, er kommt da direkt runter, weil dann können wir ihn vielleicht mit Hilfe seines Schatten schon mal... Na, kommt er hier runter oder fliegt er durch? Ne, er kommt. Und jetzt kriegt er gleich eine rüber, wenn er runterkommt. Alter, wo bleibt der? Ah, getroffen. Oha. Ha, vorbeigerannt. Geil. Ja, nur hör auf ihn zu rufen, lohnt eh nicht mehr.
Alter. Und der ist auch schon wieder da. Jetzt gibt er natürlich zum Schluss nochmal alles. Und da geht nochmal Rage. Ich möchte jetzt auch nicht nochmal die Waffe schleifen, weil... Ich weiß nicht, ob sich das jetzt nochmal lohnt, die Waffe extra. Das fällt ja bestimmt... Bloß nicht von denen auch noch K.O. hauen lassen, das wäre natürlich peinlich. Ey, das gibt's nicht. Dieses Abprallen ist sowas von nervig. Mach ihn tot. Guck mal, wie er auf ihn einbeißt. Das gibt's nicht. Ey, der blinkt hier schon eine halbe Stunde und... Ich glaube, der hat nicht mal seinen Regenerationsbuff gemacht. So, also... Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann fliegt der in die 9. Also, jetzt mal ehrlich. Jetzt müsste er aber eigentlich... Aber jetzt sag mir nicht, der fliegt nach da oben. So, wo kommt der runter? Geht doch, ey. Meine Güte. Man hat gesehen, der schluckt schon mal ein bisschen mehr weg. Von den Angriffen her ist er eigentlich ziemlich low, also das ist nicht so problematisch, aber wie gesagt, dass er ständig irgendwelche Viecher zu sich ruft, das ist das Hauptproblem. Und wenn man dann noch so dusselig ist wie ich und die beiden Vorrats- bzw. die beiden Dungbomben, die extra dabei waren, auch noch daneben schmeißt, also dann braucht man sich nicht mehr wundern. So, dann wird das heute hier mal eine kürzere Folge, weil ich habe jetzt nicht vor, noch was hinten dran zu hängen. Wir lassen es mal bei dieser einen Quest. Wir schauen uns jetzt aber nochmal an, was es denn so für neue Quests dazugekommen sind. Jetzt gehen wir vielleicht hier nochmal abbauen, wenn wir jetzt hier vorne gleich rankommen. Vielleicht schaffen wir es hier nochmal. Wie gesagt, ach, hier waren wir ja schon. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die Quest an. Die Rüstung schauen wir uns jetzt nicht an, weil da muss ich erstmal wieder nachgucken, was die für Skills macht, und dann werde ich euch das in der nächsten Folge zeigen. Und auch die Waffen, die wir denn so von dem Vieh haben. Ich glaube, einige sind dabei, das müsste so, Hammer müsste es sein, und wir haben Feuerstein bekommen. Sehr wichtig. Davon werden wir mehrere brauchen. Die Rüstung, ich glaube nicht, dass sie so gut war, also die hatte... Nicht die besten Skills, die sich jetzt lohnen würden. Und von der Verteidigung her hatte er, glaube ich, auch nicht so viel mehr. Also, ich denke mal, wir warten da nochmal ab. Da wird nochmal was kommen, was sich denn schon eher lohnt. Vielleicht ist es jetzt auch schon in der Queststufe mit bei. Ich denke schon. Also jetzt müsste theoretisch wieder was kommen, was es sich dann wieder lohnt. Wo es sich wieder lohnt, eine Rüstung zu bauen. Also nach dieser Quest wollen natürlich wieder alle mit uns sprechen. Die hat wieder neue Waffen bekommen. Die zeige ich jetzt einfach mal nicht, weil das sind einfach so eine Standardwaffen, die kann man sich aufwerten und daraus dann später gucken wir einfach mal rein. Ich zeige euch das mal fix. Hier zum Beispiel. Das wären hier so diese Standardsachen. Die haben aber jetzt keinen großartigen oder sind jetzt nicht großartig stark oder so, sondern einfach nur die Anfangswaffen, und die kann man sich halt kaufen und dann hinterher aufwerten und daraus zum Beispiel auch mit Monstermaterialien denn Waffen bauen. So, den haben wir fertig gemacht. 10 Bullfangos haben wir hier. Wahrscheinlich ist es eine Keyquest. Und hier haben wir einen Barot. Also von dem würde ich mir gerne die Rüstung bauen, weil die ist für den Anfang nicht schlecht. Dann haben wir nochmal hier einen. Den werde ich wieder offscreen machen, wenn wir den überhaupt machen müssen. Das glaube ich nämlich nicht. 8 Inopolis, ganz wichtig, weil davon werden wir auf jeden Fall Teile für die Barot-Rüstung brauchen. Dann haben wir wieder Sammelquests, die können wir schön ignorieren. Und hier ist der Groß Froggy, von dem ich letzte Folge gesprochen habe. Den machen wir auf jeden Fall. 10 von diesen, jetzt kommt's wieder. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das aussprechen soll. Ich glaube, die hießen auch mal Vespiot oder so. Vespiot. Vespion, irgendwie so hießen die mal. Oder waren das andere? Kann ich gerade gar nicht sagen. Jetzt haben wir hier nochmal einen Großjaggy mit bei.
Wozu auch immer. Ein Königsludrot. 10 Ludrots. 2 Wolfangos. Nicht schlecht. Und ein Langombi. 10 Baggies. Joa, da haben wir eine Handvoll zu tun, also nicht schlecht. Jo, und dann würde ich auch ganz einfach sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich ganz einfach und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.